der Dunkelheit, der Schwermut, des christlichen Glaubens, der Lebenslust, der Depression, des ewigen Suchens nach mehr, nach Sinn, nach Grund, nach Existenz. Was ist mir heute gekommen? Die meisten Leute in Deutschland haben ein furchtbares, für mich widerliches Lebenskonzept. Müll trennen, Geld sammeln, das ewige Suchen nach mehr Kohle, nach Kohle, nach Kohle, nach Ansehen, nach Image, andere unterdrücken, andere demütigen, andere zerstören. Man muss es einfach mal sagen, das ist ekelhafter im schwäbischen Remstal. Die Spinnetelle. Die meinen wohl, sie sind schön. Ich habe noch nie so viele hässliche Menschen gesehen. Letztens auf irgendeinem Fest hier im Remstal. Ein Albtraum. Ein ewiger Albtraum. Jetzt kommt da noch so ein blöder Scheißzug. Und dieser ewige Albtraum, der heißt, ich habe mein Lebenskonzept gefunden. Ich schaffe und dann kriege ich eine wunderbar tolle Rente. Und damit kann ich leben, damit kann ich meine Sucht finanzieren. Lebenskonzepte, die diese Menschen hier in Deutschland haben, in Europa, völlig blockiert, nicht frei, nicht authentisch. Immer schön das machen, was die Alten uns vorgegeben haben. Einfach die Tradition aufrechterhalten. Der pure Albtraum. Der pure Albtraum. Da fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe den Hans A. Pestalozzi aus der Schweiz kennengelernt. 1995 habe ich ihn besucht. Ich habe ihm vorher Bücher geschickt von mir und habe dann über den Verlag einfach ihn angeschrieben und es wurde mir sofort die Adresse gegeben und ich habe gedacht, den besuche ich. Ganz toller Typ, 1929 geboren, klassische Karriere, war beim Militär, hat studiert, war dann Vizepräsident bei Migros, dieser super Lebensmittelkonzern, und hat dann irgendwann mit Mitte 50 erkannt, was eigentlich hier abgeht in dem System, in dieser Welt mit Geld, mit Kapital, mit der Versklavung des Geistes, mit der Versklavung des Menschen. Hat Bücher geschrieben, nach uns die Zukunft, auf die Bäume, ihr Affen. Und ich habe ihn einfach angeschrieben, er hat gesagt, komm vorbei, ich bin hingekommen. Ein braungebrannter Mann stand mir entgegen und sagte, kommt rein, ich habe selbstgemachten Apfelsaft. Hat sich, nachdem er vom Gottlieb Duttweiler Institut herauskatapultiert wurde, aufgrund seiner Ansichten, dass er auch nebenher noch neben der Tätigkeit als Vizepräsident von Migros gegründet hatte und hatte da einfach auch den regen Austausch von Politiker, Philosophen, Wirtschaftsbossen, von sonstigen Industriebossen, hat einfach die Philosophie und das Gespräch untereinander angeregt und das war wohl den sogenannten Vorständen zu viel und dann haben sie ihn weggeschossen. Und wo ich bei ihm saß, auf einem Bauernhof in Wattwil, als Selbstversorger, eine Ruhe in sich selbst. Und ich habe einfach auch nur gesagt, Herr Pestalozzi, was soll ich machen? Ich habe alles gelesen. Er hat nur gesagt, schau dir selbst zu, wie du dich veränderst. Und du merkst, es ist gut, dass du da bist. Es war eine wunderbare Begegnung. Und dieser Mann hatte ein Lebenskonzept, das hat gepasst. Aber wenn du dein Lebenskonzept erkannt hast, das ist immer gegen die Masse, gegen die Tradition, gegen die Blockiertheit, gegen die Borniertheit der Zyniker, der ewigen Wissenschaftsdenker, dann bist du alleine. Bei so einem Lebenskonzept, da hast du verloren, da bist du alleine. Wenn du dein Lebenskonzept erkannt hast, dann ist niemand mehr für dich da. Dann musst du alleine gehen. Aber das ist das Wunderbare. Dann hast du für dich deine Bestimmung gefunden. Und du merkst, es ist gut, dass du da bist. Und dass du irgendwann einmal da warst. Es macht nichts. Weil deine Freude,
geht ins Universum ein. Und hört auf mit diesem ganzen esoterischen Schwachsinn. Das gibt's alles nicht. Wie war das? Esoterik und Religion haben so viel gemeinsam, weil sie nur die Geister und die Seelen versklaven wollen. Und was wollen Freidenker, was wollen freie Menschen? Sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und deswegen sollten alle Menschen auf der Welt ihre Videos drehen, ihre Bücher schreiben, ihre Geister, ihre geistigen Gedanken nach außen bringen und neue Geister werden. Das ist der Sinn des Lebens. Denn wir sind nicht dafür da, wie diese Äpfel, gegessen zu werden. Wir sollen uns mal Gedanken machen, was wir auf dieser Welt tun. Und wenn wir uns nur leiten und führen lassen, dann wissen wir gar nicht, wer wir selber sind. Deswegen ein Lebenskonzept, das ist enorm wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen danke ich dem Hans A. Pestalozzi, der leider dann 2004 sich das Leben nahm. Aber er hat mir viele Impulse in meinem Leben gegeben. Und er war ein wunderbarer Mensch. Und solche Menschen brauchen wir. Brauchen wir immer mehr, immer mehr. Alles Gute. Thank you.